Hier ist es. Eine Mansarde. Enttäuscht dich das? Ich habe die Leute immer bedauert, die sich mit geraden Wänden begnügen müssen. Es ist weniger ein Zimmer, es ist ein Thronsessel. Sieh her. Nachts sind meine Besitztümer fast unbegrenzt. Bitterkeuze, alte Baran. Aber sie gehen auch ein Stück über die sichtbaren Sterne hinaus. Ich möchte mir einen aussuchen. Oh, bitte. Einen von den Kleinen. Sie tun mir leid, weil sie so wenig beachtet werden. Ich schlage den dritten Deichselstern des großen Wagens vor. Ja, danke. Nicht der Rede wert. Und bei Tage? Ich fahre schon früh in die Stadt. Übrigens in letzter Zeit kaum noch, um zu studieren. Sondern? Um ein gewisses Mädchen zu sehen. Wir sprechen von der Aussicht bei Tage. Perspektivisch verkürzt. Wen interessiert Perspektive? Wir verstehen uns. Es ist etwas wie Rauch in der Luft. Rauch? Ein besonderer Geruch. Es riecht nach einer Speise, die es nicht gibt und nach der man immer verlangt. Frau Schirmer, meine Wirtin, behauptet von sich, dass ich vorzüglich koche. Vielleicht bereitet sie gerade dieses alchemistische Gericht. Leider schätzt sie Besucher nicht. Ich kann es mir denken. Es ist der Vorstadtgeruch, Cornelia. Genauer gesagt, Vorstadt mit Siedlung gemischt. Dort ist ein Kiefernwäldchen. Dort im Garten hängen noch Äpfel am Ast, Astern am Zaun. Addiere dazu den Geruch von Weißbier, die Teertonne und die vergessene Wäsche im Mondschein. Der Papierkorb am Bahnhofsgebäude lässt mich manchmal alle Rätsel der Welt begreifen. Und die perspektivische Verkürzung, hat sie Nachteile? Ja, nein. Der Eindruck von Herrschaft verstärkt sich. Zum Beispiel die Tür des Kolonialwarenladens, die jetzt nicht sichtbar ist. Frau Schmödel fährt nächstes Frühjahr nach Spanien. Ich gebe ihr Sprachunterricht. Wie, du sprichst Spanisch? Kein Wort, aber ich wäre auch bereit, Chinesisch zu unterrichten. So viel Mut. Drüben, wo das Licht brennt. Silvester Vorbach, Sohn eines Magistratsbeamten. Ein gescheiter Sextaner von unsagbarer Faulheit. Ich gebe ihm Nachhilfeunterricht in Französisch. Ach, unter der Lampe sitzen und französische Vokabeln lernen. Wie? Bist du nicht zufrieden mit dem Augenblick? Sehr, mein Raimund. Aber unter der Lampe sitzen und französische Vokabeln lernen und Silvester heißen. Mein Vater. Mon père. Und meine Mutter. Et ma mère. Sind. Son. Meine Eltern. Mes parents. Mein Vater und meine Mutter sind meine Eltern. Mon père et ma mère sont mes parents. Gut. Weiter. Weiter, ja. Wie heißt der nächste Satz? Setz dich hier ins Licht, ma mère. Warum stehst du im Dunkeln? Ich stehe am Fenster. Du hast nicht gemerkt, dass ich ma mère gesagt habe. Was gesagt? Ma mère. Ma mère et mon père. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Du gibst nicht acht, Mama. Ich verstehe nicht, wo Papa bleibt. Mon père. Du sei nicht albern, Silvester. Ist Silvester ein schöner Name? Wir fanden ihn sehr schön. Mon père et ma mère fanden ihn sehr schön. Er ist ein seltener Name. Ich kenne noch jemanden, der so heißt. Ich glaube, das Wetter ändert sich. Der 31. Dezember. Was? Der 31. Dezember heißt auch Silvester. Ich höre Papa nämlich schon. Du hörst ihn? Ich habe doch auch ganz gute Ohren. Warum hat mein Ohr keinen Namen? Mein rechtes Ohr heißt auch Silvester. Dann sind wir schon drei. Der 31. Dezember, mein rechtes Ohr und ich. Jetzt höre ich das Auto auch. Weißt du aber, wie mein linkes Ohr heißt? Mit welchem hörst du so gut? Mit Melanie. Melanie? Mein linkes Ohr heißt Melanie. Wo hast du all diesen Unsinn her? Das steht im Kalender. So viele Namen. Mir tun die vielen Namen leid, die nicht gebraucht werden. Mon père! Guten Abend. Mama hat schon Angst gehabt. Angst? Ich bin gar nicht verspätet. Ich habe auch heute Mittag schon Angst gehabt. Wahrscheinlich ist es der Föhn. Es ist wie Frühling draußen. Jetzt, Ende Oktober. Das geht aufs Herz. Mon père! Was? So heißt er auf Französisch. Er prahlt ein bisschen. Es blüht draußen. Die Straßengräben sind ganz gelb. Es blüht? Was soll jetzt blühen? Ich bin sogar ausgestiegen und habe ein Sträußchen gepflückt. Hier, für dich, weil ich sonst nichts mitbringe. Wie schön. Was ist das? Huflattich. Ich tue ihn gleich in die Vase. Aber wieso blüht jetzt der Huflattich?
Ich sagte dir schon, es ist alles gelb davon. Übrigens. Was meinst du? Nein, ich muss mich getäuscht haben. Er ist besonders groß. Ich habe noch nie so großen Huflattich gesehen. Als ich ihn pflückte, war er ganz klein. Mon Père, immer mehr, er wächst auch noch. Hört ihr nicht, wie er wächst? Ich höre nichts. Aber jetzt sehe ich es. Wie er wächst? Wirf die Blumen hinaus, ich bitte dich. Als ich sie pflückte, waren sie noch ganz klein. Wirf sie hinaus! Die Luft draußen. Es ist wärmer als im Haus. Hört ihr es jetzt? Was? Es knistert. Das ist der Wind. Das ist das Wachsen. Ich möchte wissen, wer mich wachsen hört. Es ist alles gelb draußen. Der Föhn. Du hast recht. Man muss abwarten, bis der Föhn vorbei ist. Man muss das nicht zu ernst nehmen. Vielleicht täuschen wir uns. Ich halte es für wahrscheinlich. Geht schlafen. Der Rauch ist immer noch da. Und es ist etwas wie Knistern in der Luft. Die gelben Punkte in der Dachrinne. Was ist das? Ich bin ehrlich überrascht. Es blüht da etwas Gelbes. Warte, ich hole es dir. Vorsicht! Es ist Löwenzahn oder Huflattich. Huflattich. Beides blüht im Frühjahr. Ich ahnte nicht, dass meine Herrschaft so mächtig ist. Du irrst dich, es ist meine Macht. Ich habe mir gewünscht, dass etwas blühe. Es gibt Pflanzen, die poetischer sind. Auch der Huflattich hat seine Stunde. Mir gefällt er. Aber wieso blüht er jetzt in meiner Dachrinne? Ich habe dir doch gesagt... Sag nichts mehr. Ich glaube dir alles, was du nicht sagst. Wir sind zugewachsen. Der Huflattich reicht bis über das Dach. Das ist ein ausgesprochen schlechter Scherz. Aber wer macht ihn? Er kommt auch aus dem Asphalt, aber noch nicht ganz so hoch wie ums Haus. Wir haben eine Gartenschere, eine Axt, eine Säge. Wir schlagen uns einen Weg durch, das ist wie im Urwald. Über den Dachfenstern fliegen Wolken von Samen. Wie? Schon abgeblüht? Die auf der Straße noch nicht, aber bei uns hat es Blätter wie Zeltplanen. Muss ja zum Dienst. Und ich muss einholen. Komm, Papa, ich hole die Gartenschere. Nimm du die Säge. Huflattich, das ist doch so weich, dass man es einfach zertreten kann. Guten Morgen, Cornelia. Es ist noch so dunkel. Schau zum Fenster. Hast du dir das alles gewünscht? Was ist das? Über Nacht ist ein Urwald gewachsen. Wir wohnen zwar dicht unter den Blüten, aber immer noch im Schatten. Bäume? Huflattich. Allerdings eine etwas größere Art. Wir träumen noch, Raimund. Stören dich die Huflattichbäume? Immerhin mein faustischer Erkenntnisdrang. Ich sollte Frau Schirmer fragen. Ist sie etwas für faustische Naturen? Sie ist nicht verliebt, das ist es. Mir fällt jetzt ein, dass ich an dem Huflattich schuld bin. Ich habe mir gewünscht, er solle so dicht wachsen, dass ich immer hier bleiben muss. Cornel Kirsche. Ich hörte das Zärtliche. Du. Was? Komm ans Fenster. Du musst dir das etwas genauer ansehen. Du bist unausstehlich. Ich weiß, aber sieh es dir an. Vielleicht musst du wirklich hier bleiben. Raimund. Du siehst es also auch. Ich hatte die merkwürdige Hoffnung, dass ich etwas wirr im Kopf sei. Hoffentlich sind wir beide verrückt, Raimund. Hoffentlich. Seit gestern Abend wird aus allen Teilen Europas ein ungewöhnliches und anormales Wachstum des Huflattichs gemeldet. Die Pflanze, die plötzlich auch an Stellen auftritt, wo sie bisher nie beobachtet wurde, hat innerhalb von wenigen Stunden überall Baumhöhe erreicht. Offenbar durch die warme Witterung begünstigt, nimmt die Verbreitung überall schnell zu. Auch die Großstädte blieben nicht verschont. Stellenweise ist es zu starken Verkehrsbehinderungen gekommen.
Von zuständiger Stelle wird indessen darauf hingewiesen, dass zu Besorgnissen kein Anlass besteht. Wenn auch die Ursachen der Erscheinung noch ungeklärt sind, so ist doch Vorsorge getroffen, dass keinerlei ernsthafte Behinderungen eintreten. Die Versorgung. So, das war ganz einfach. Wir haben einen Weg bis auf die Straße geschnitten, die Garage ist auch frei. Ich fahre jetzt los. Die Gartenschere, Papa, ein Mann hat sie mir weggenommen. Wer? Ich kann die nicht, er stieß mich einfach beiseite. Wir holen sie uns wieder. Geh jetzt nicht weg, bitte. Nur keine Panik. Regine, es ist kein Grund vorhanden, sich anders zu verhalten als an jedem anderen Tag. Was ist dann ein Grund? Dass der Hufflatt dich so schnell wächst, lässt doch vermuten, dass er ebenso schnell wieder verschwindet. Meinst du? Ja, das meine ich. Der Dummkopf, der Silvester die Gartenschere abgenommen hat, ist nur nicht drauf gekommen. Der Gedanke tröstet mich wirklich etwas. Ich bin eigentlich selbst erstaunt, dass mir so etwas Tröstliches eingefallen ist. Du meinst, Papa, dass der Hufflatt dich wieder verschwindet? Natürlich. Heute? Vielleicht auch erst morgen. Oder übermorgen. Ach, übermorgen wäre mir lieber. Vor 10 Minuten hätte ich nicht gedacht, dass ich heute noch mal lachen würde. Ich fahre jetzt. Solltest du nicht doch lieber... wenigstens heute. Gerade heute. Man muss zeigen, dass man sich nicht beeindrucken lässt. Ich lasse mich vorsichtshalber doch beeindrucken und kaufe etwas mehr ein als gewöhnlich. Ja, tu das. Vielleicht reicht es auch noch zu einer Gartenschere. Wiedersehen. Wiedersehen, Papa. Auf Wiedersehen. Am besten, wir gehen zusammen, Silvester. Du kannst mir tragen helfen. Ich nehme den Rucksack, Mama. Es ist viel heller geworden, seit ihr den Weg ausgeschnitten habt. Auch das Gelbe macht heller. Der ganze Weg blüht schon wieder. Komm, wir wollen uns beeilen. Guten Morgen, Frau Feuerbach. Guten Morgen. Was sagen Sie nun? Was soll ich sagen? Ich wollte gerade den Laden zumachen. Sie können ja hinten herausgehen. Warum schließen Sie ab? Warum ich abschließe? Ich dachte, Sie würden fragen, warum noch offen war. 5 Kilo Mehl hätte ich gern. Ich auch, Frau Vorbach, ich auch. Aber ernstlich, was halten Sie von der ganzen Sache? Ich nehme an, der Huflattich verschwindet ebenso schnell, wie er gekommen ist. Vorläufig wächst er noch ganz gut. Deswegen wollen wir uns auch beeilen. Geben Sie mir jetzt das Mehl. 1 Pfund, weil Sie es sehen, von meinem eigenen. Wieso? Da ist doch genug. Sie scheinen nicht ganz im Bilde zu sein. Hören Sie denn keinen Rundfunk? Ich habe erst vor einer halben Stunde die Nachrichten gehört. Ja, das ist lange her. Kein Grund zur Befürchtung. Das ist lange her. Alle Lebensmittel sind beschlagnahmt. Ich dürfte Ihnen überhaupt nichts verkaufen. Aber ich hoffe nur, es sieht niemand. Wer soll denn das nachprüfen? So ein Unsinn. Ich kaufe doch alles bei Ihnen. Bisher waren Sie immer ganz froh darüber. Ja, gewiss. Deswegen bekommen Sie auch 1 Pfund Mehl. Und was bekomme ich noch? 1 Pfund Zucker, wenn Sie wollen. Ich will und eine große Salami. 100 Gramm Leberwurst. Die hält sich nicht. Ja, deswegen traue ich mich, sie zu verkaufen. Trotzdem Verbot. Käse? 2 Camembert. Das ist sicher die Polizei. Hier, gehen Sie hinten heraus. Ich brauche aber später, noch... Später. Kommen Sie, wenn es dunkel ist. Es macht 3,90 €. Kommen Sie raus. Vielleicht kriegen wir noch eine Gartenschere. Hier heraus. Das geht mir schon wieder bis an die Schulter, Mama. Ja? Was ist denn? Machen Sie doch auf! Wir verkaufen heute nicht! Dann warten wir so lange. Wie lange? Wir verkaufen überhaupt nicht mehr. So lange, wie Sie überhaupt nicht mehr verkaufen. Ich habe es mir ausgerechnet, Ingrid. Dass Sie da sind? Schlimmstenfalls sind wir autark. Auch wenn keine einzige Lieferung mehr kommt? Ein Dreivierteljahr müssten wir auskommen. Ein Dreivierteljahr gut, dann noch ein Vierteljahr weniger gut und dann... Und dann? Ein Jahr, denke ich, ist der schlimmste Fall. Was zum Beispiel das Mehl bitte? Was ist denn? Ach, ein paar aus dem Altersheim. Sieh her, ich habe eine genaue Aufstellung gemacht. Siehst du, das hier sind die verderblichen Sachen. Gemüse, Obst... Eingemachtes haben wir nicht mehr viel. 5 Gläser Johannisbeeren, 3 Heidelbeeren und den Topf mit dem Pflaumenmus. 1 Flasche Öl. Ach, Kind. Ich habe eine Idee. Warte, wir haben noch was. Im Lexikon? Hufeland, Huflattich.
Ja, den haben wir. Tussilago Farfara, Doldenrispe, Korbblüte, Goldgelb, Schließfrucht mit weißer Federkrone, Schaft mit kleinen schuppenförmigen Blättchen besetzt. Die Blätter entwickeln sich erst nach der Blüte und werden bis 50 cm breit. Seit alters her... Siehst du? Was? Seit alters her medizinisch verwendet. Heute noch volkstümlich als Mittel gegen Husten, Bronchialkatarrh und Asthma. Das beruhigt mich. Also, giftig ist er nicht. Weißt du das sicher? Ist es denn überhaupt noch Huflattich? Mama, wir werden heute Abend zum ersten Mal Huflattich-Gemüse essen. Sollen wir es wagen? Na, natürlich. Das ist der Bahnhof. Ganz reizend. Backsteingotik, soweit ich sehe. Noch drei Schritte, Cornelia. Anderthalb Stunden haben wir gebraucht. Ja, der Neunerzug wird schon weg sein. Komm. Endlich wieder ein Haus. Es wächst schon in die Schalterhalle hinein. Aber immerhin ein Haus. Ein ziemlich leeres. Ich sehe entsetzlich aus und der Mantel ist hin. Wenn ich zu Hause bin. Ja, ein heißes Bad gegen die Schwermut. Der Zeitungskiosk ist auch zu. Klopf an den Schalter. Zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege. Ach, Raimund, schon ohne Huflattich ist die Welt ein Grauen. Vielleicht wird es der Huflattich ändern. Ja? 2x2. Deisenhofen. 2x2. Deisenhofen? Was kostet das? Heute ist noch kein Zug gekommen. Der 9 Uhr Zug? Sie haben ihn nicht versäumt. So hat es auch sein Gutes. Der Wartesaal ist drüben. Zu den Zügen wird ausgerufen. Wird ausgerufen? Das ist beruhigend. Alles leer. Ich lege mich auf die Bank. Leg den Kopf an mich. Ach, wie gut. Da sitzt jemand in der Ecke. Guten Tag. Guten Tag. Auch unterwegs? Jeden Tag. Wir sammeln Papier. Aha. Die anderen sind auf dem Bahnsteig. Die anderen? Ja, wir sind 5 Geschwister, 2 Brüder und 3 Schwestern. Alle über 70. Tüchtig, tüchtig. Ja. Emma! Emma! Heißen Sie Emma? Es ruft jemand. Emma, ein Flieger! Emma, ja, das bin ich. Schläfst du, Cornelia? Ich kann nicht. Mach dir keine Sorgen. Und Hunger habe ich auch. Hier ist alles geschlossen, scheint's. Raimund. Was hast du? In meinem Zimmer hängt eine rote Schleife am Spiegel. Ich habe sie als Kind in den Zöpfen getragen. Weiter. Es fiel mir nur ein. Es war ein Hubschrauber. Er hat Flugblätter abgeworfen. Flugblätter? Nachher kleine Fallschirme. Kleine Fallschirme? Sie waren rot. Victor, das ist mein jüngerer Bruder, hat gesagt. Was waren denn Fallschirme? Sie waren zu weit weg. Vielleicht Brot, vielleicht Medikamente. Victor meint Gartenscheren. Wenn ich daran denke, was wir alles nicht haben. Hier ist es schön kühl. Den anderen macht die Hitze weniger aus. Warten Sie auch auf den 9-Uhr-Zug? Ich richte mich da immer nach Victor. Ja, das ist das Beste. Dort ist ein Telefon. Was sollen wir damit? Man könnte sich vielleicht erkundigen, ob heute Vorlesungen sind. Vorlesung? Das Telefon geht jedenfalls noch. Ja, man soll nie unzufrieden sein. Fuß. Hallo? Dr. Fuß. Hier ist Raimund. Ach, der Raimund. Hör zu, Walter. Ich sitze hier auf dem Bahnhof. Hat nicht viel Zweck. Wir kommen weder vorwärts noch zurück. Ist bei uns nicht anders. Bei euch nicht anders? Du bist doch in der Stadt. Stadt kann man das nicht mehr nennen. Ich warte nur noch auf die Affen. Auf was?
Wir sitzen im Urwald. Wir haben ja keinen Überblick und sind ratlos. Wir haben den Überblick und sind auch ratlos. Ich habe heute ungefähr 20 Telefongespräche geführt. Nebenbei gesagt wird es mit dem Telefon auch nicht mehr lange gehen. Man hat alles versucht und versucht immer noch. Dampfwalze, Feuer, Giftgas, Mähmaschine. Aber offenbar ist diesem teuflischen Kraut nicht beizukommen. Es wächst nur umso schneller. Aber irgendwie muss man doch erreichen, dass das tägliche Leben weitergeht. Davon kann keine Rede sein. Postverbindungen, Eisenbahn und Autoverkehr haben praktisch aufgehört. In etwa 24 Stunden dürfte die Stromversorgung, Gas und Wasser ausfallen. Man legt in aller Eile Lebensmitteldepots an. Ziemlich sinnlos, glaube ich. Es ist zu erwarten, dass in ein, zwei Tagen völlige Anarchie herrscht und wir in etwa steinzeitlichen Verhältnissen werden leben müssen. Da wir in keiner Weise darauf eingerichtet sind, ist das Wort Leben wahrscheinlich ein unbegründeter Optimismus. Hör auf! Du fragst mich! Übrigens sehen manche einen Trost darin, dass man das Zeug essen kann. Als Salat oder als Gemüse. Wie schmeckt es? Für meinen Geschmack ungenießbar. Ein Trost, aber wo ist die Hilfe? Es gibt nur eine Hilfe. Dass das Ganze wie ein böser Spuk wieder aufhört. Das liegt nicht bei uns. Und andernfalls besteht nicht viel Aussicht, dass wir uns nochmal sehen oder sprechen. Du siehst es vielleicht so schwarz. Hoffentlich. Also, mach's gut, Raimund. Mach's gut, Walter. Kein Licht. So? Die Leitung ist tot. Wolltest du telefonieren? Warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Vorhin war es noch in Ordnung. Nicht wahr, Mama? Vorhin? Ich weiß es nicht. Du dachtest, ich wäre eingeschlafen. Warst du es nicht? Ich habe gehört, dass du telefoniert hast. Du musst dich getäuscht haben. Vielleicht geträumt. Ich bin jetzt 11 Jahre, Mama. Ja? Ich wollte dich um etwas bitten, Mama. Du wirst es vielleicht lächerlich finden. Nein, ich finde es nicht lächerlich. Weißt du denn, was ich meine? Ich finde auch das nicht lächerlich, was ich nicht weiß. Ich bitte dich also um eines, Mama. Sieh mich nicht mehr als ein Kind an. Habe ich das getan? Ja. Entschuldige. Verstehst du, ich bin wieder huflattig. In einer Stunde kann ein Jahr vergangen sein. Ich bin ebenso schuld wie du. Woran? Wir hätten ihn nicht fortfahren lassen dürfen. Es ist gleichgültig, wer Schuld hat. Wir brauchen nicht verzweifelt zu sein. Hast du es gehört? Er ist nicht angekommen. Aber ist denn das verwunderlich, Mama? Denk daran, wie lange wir schon zum Kaufmann gebraucht haben. Und warum ist er noch nicht zurück? Aus dem gleichen Grund. Und außerdem ist es möglich, dass er den Weg nicht findet. Meinst du? Wenn der Huflattich verschwunden ist. Wann verschwindet er? Auf jeden Fall im Winter, nicht wahr? Im Winter? Ja, das ist möglich. Oder in einer Stunde. Oder überhaupt nicht. Ich habe geschlafen. Ich auch. Noch kein Zug? Die Alte ist weg. Vielleicht ist sie gefahren. Der Zug sollte doch ausgerufen werden. Komm! Wohin? Gleichgültig wohin! Der Bahnsteig ist leer. Emma! Victor! Ruf sie nicht, sie werden vielleicht gekränkt. Hier haben Sie Flugzeuge gesehen? Ich finde keinen Himmel. Ist das der Bahnsteig? Emma! Victor! Wenn ich nur die anderen Namen wüsste. Sie sind sicher zurück ins Altersheim. Man könnte den Schalterbeamten fragen. Nichts. Ist vielleicht auch eingeschlafen. Warte! Hey! Es ist niemand drin. Er ist auch weggegangen. Wir sind ganz allein hier. Tickt da nicht ein Apparat? Es ist das Knistern von draußen. Ich möchte mich wiegen. Warte, bis die Waage zum Stillstand gekommen ist. 49 Kilo. Ich trage dich, meine Pflaumenfeder. Wohin? Emma! Victor! Was willst du von ihm?
Ich vermute, dass sie alles wussten. Aber ob sie es sagen? Wenn ich nur die drei anderen Namen kennen würde. Meinst du, dass es daran liegt? Ja. Tja, wir müssten raten. Cecilie! Luitpold! Arthur! Stefanie! Kuno! Achtung! Wer ist da? Schmödel. Schmödel? Kolonialwaren, Spirituosen, Delikatessen. Wir kaufen heute nichts. Frau Forbach, kann ich Sie sprechen? Meine Mutter ist nicht zu sprechen. Lass mich rein, Silvester. Wenn Sie mit mir sprechen wollen, bitte. Herr, wie war doch der Name? Schmödel. Tu nicht so, als kenntest du mich nicht. Wir sehen uns nicht oft. Jetzt hast du es mir aber gegeben. Sie wünschen? Dass wir uns öfter sehen. Der Wunsch muss neu sein. Nicht mehr ganz neu. Was gibt es denn? Leider nicht viel. Wir haben doch im letzten halben Jahr eine ganze Menge aufgegessen. Dann verstehe ich Sie noch weniger. Ich wollte deiner Mutter und dir den Vorschlag machen, das heißt auch dem Studenten von nebenan und seiner Freundin. Wir sind doch Nachbarn, nicht wahr? Welchen Vorschlag? Siehst du, Silvester, wir haben ja doch eigentlich gar keinen Winter gehabt. Keine Flocke Schnee bis Mitte April. Jeden Tag Temperaturen bis 20 Grad. Und ringsherum nichts als dieser Huflattich, der immer weiter wächst. Welchen Vorschlag? Vielleicht auch Frau Schirmer. Kurzum, ich wollte fragen, ob ihr nicht zu uns ziehen wollt. Man sollte doch vielleicht näher zusammenrücken. Es ist dann alles leichter. Das ist wirklich überraschend. Meine Frau kocht ganz gut und wir haben ja auch noch einiges Rauchfleisch. Und Gemüse ist ja immer frisch. Der Huflattich schmeckt ja nicht schlecht. Habt ihr ihn schon mal als Pudding versucht? Man rührt Butter und Eigelb, Sahne. Ich habe nicht gewusst, dass Sie so menschenfreundlich sind. Ich würde es vielleicht noch aushalten, aber meine Frau... Ihre Frau hält es nicht aus. Nein. Und ich bin jetzt so weit, dass ich das verstehe. Am meisten fiel es mir mit den Fliegen auf. Die Fliegen, ja. Habt ihr es auch bemerkt? Nein, ich habe überhaupt keine Fliegen gesehen. Das meine ich. Und was für euch vielleicht weniger auffällt, Mäuse, Ratten, Mehlwürmer, wie ist es mit Motten? Was? Ihr habt doch Kleider und Wäsche. Ich werde mit Mama über Ihren Vorschlag sprechen. Nee, nicht viel sprechen, Silvester. Einfach herüberkommen. Es ist wie ein Strick um den Hals, der jeden Tag etwas enger gezogen wird. Natürlich liegt es auch am fetten Essen. Meinen Sie? Das schlägt aufs Herz. Vielleicht mit dem Umweg über die Leber. Aber meine Frau, du kennst sie doch. Sie hat ja immer Bonbons gegeben. Als ich klein war. Ja. Du bist mächtig gewachsen. Was sehen Sie mich denn so an? Ich denke nach, wie es mit den Menschen ist. Das Ganze hat ja auch Folgen für die Ernährung. Wo soll der Honig herkommen? Eins ergibt sich aus dem anderen. Natürlich. Meine Frau hat einen Schinkenknochen offen hingelegt. Das hat doch Ugu, nicht wahr? Ugu. Nichts. Einfach nichts. Es gibt keine Fliegen mehr. Ihr habt es auch bemerkt. Es gibt aber auch keine Ratten mehr. Das hat was für sich. Nein. Nein, 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 nein. Es ist ein Strick um den Hals. Du bist ein Kind, Silvester, aber du hast ihn auch um den Hals. Mama! Mama! Was ist los? Was ist los? Eine Schlinge aus Draht, aus Huflattichfasern, aus Spinngewebe, ganz dünn. So dünn, dass es sie gar nicht gibt. Mama! Setzen Sie sich doch, Herr Schmödel. Es ist ein guter Artikel. Die Lagerbestände nehmen nicht den geringsten Platz ein. Ich lasse Ihnen die Gartenschere da, damit Sie herüberkommen können. Wir haben mehrere. Das ist lieb. Lieb? Natürlich könnte man behaupten, dass im Schatten kein Gras wächst. Aber ich glaube nicht daran. Es gibt einfach keins mehr. Ausgestorben. Und wir sind auch im Schatten. Achten Sie einmal darauf. Ja, Herr Schmödel. Wir könnten zusammen Schach spielen, Silvester. Ich bringe es dir bei. Naja. Schach. Was? Schach. Tatsächlich
Habe ich übersehen. Du wirst nie ein guter Spieler werden. Du redest zu viel dabei. Was musst du mir gerade sagen? Wer soll's denn sonst sagen? Und vor wem hast du denn das Schachspielen gelernt? Das ist jetzt 10 Jahre her. Außerdem tut es nichts zur Sache. Ich hatte Schach gesagt. Ich muss sagen, dass mich das in eine dumme Situation bringt. Das musst du gar nicht sagen. Es genügt, wenn du es denkst. 10 Jahre ist das schon her. Du willst mich mit deinem Gerede ablenken. Ich kenne das. Warum soll ich dich ablenken? Du gewinnst ja sowieso immer. Was ist das? Schach, hatte ich gesagt. Und ich hatte es gehört. Jetzt ziehe ich... Das kann niemand von uns sein. Er läuft uns nicht weg. Mach deinen Zug. Also gut. Den Springer. Ein Fremder! Hab ich doch gleich gesagt. Und ihr sitzt da und spielt Schach. Ich komme schon. Komm du auch, Silvester. Gleich. Den Springer. Er hofft immer noch, ich fiele auf so primitive Finden herein. Ach, König, Dame, Läufer, Turm. Manchmal habe ich ihn im Verdacht, dass er nur schlecht spielt, weil er meint, es machte mir Spaß zu gewinnen. Und manchmal habe ich mich selber im Verdacht, dass ich nur gut spiele, weil ich meine, es machte ihm Spaß zu verlieren. Und manchmal habe ich uns beide im Verdacht. Zum Teufel. In der Auvergne. Was sagt er? In der Auvergne ist noch ein Depot. Wo ist das? In Frankreich. Als wir vor 5-6 Jahren zum letzten Mal Feuer anmachten, habe ich meinen Pass verbrannt. Man braucht jetzt keinen Pass mehr, Frau Schirmer. Das ist aber gut. Manches ist doch besser geworden. Wie lange bist du jetzt unterwegs? 6 Jahre. Und du meinst, wir könnten es schaffen? Natürlich. Ihr müsst nur mit den Alten etwas länger rechnen. Vielleicht 10 Jahre. Ich verstehe nicht, wie man den Weg finden soll. Überall das gleiche grüne Dickicht. Etwas Orientierungsgabe braucht man natürlich. Meine Methode ist es, den Eisenbahnstrecken zu folgen. Sie haben sich besser erhalten als die Straßen. Dann helfen die Flüsse und Seen, in den Städten die Hochhäuser und Türme, die einen Überblick ermöglichen. Und wenn wir hinkommen, ist das Depot vielleicht auch leer. Wir schätzen, dass es 50 Jahre reicht. Wir werden ja immer weniger. Ist es denn überall so? Ja, deswegen gehen wir später ja umher. Vielleicht ist doch irgendwo noch ein Kind geboren worden. Es wäre schon eine Hoffnung, wenn man von einer Katze hörte. Von einem Apfelbaum, der noch nicht abgestorben ist. Von einer Brennnessel. Nein, bisher habe ich nichts gefunden. Nur Huflattich und immer weniger Menschen. Es wäre schon gut, wenn man einmal etwas anderes als Huflattich essen könnte. Ich erinnere mich zum Beispiel... Es ist merkwürdig, dass mir gerade jetzt rote Grütze einfällt. Wir haben natürlich lange gehofft, es könnte irgendwo anders sein. In Amerika oder Australien. Wir wissen es noch nicht. Flugzeuge kommen keine. Was soll man davon halten? Am besten versucht ihr zunächst zum Bodensee zu kommen. Von da aus findet man leichter weiter. Ich habe mal eine Omnibusreise an den Bodensee gemacht. Da weiß ich Bescheid. Lindau, Konstanz und immer geradeaus. Ich muss weiter. Meine Frau hat eine gute Methode erfunden, Salat anzumachen. Komm herein und iss. Ich habe einen weiten Weg und die Jahre vergehen schnell. Leb wohl. Das ist nicht der Bodensee. Doch, Frau Schirmer, er ist es. Ihr könnt reden, was ihr wollt. Mit dem Floß sparen wir gut ein halbes Jahr. Alte Stämme sind genug da. Aber wie binden wir sie zusammen? Huflattich hält nicht. Das ergibt sich, wenn man in die Häuser schaut. Wir sollten rein abwärts fahren bis Schaffhausen. Ohne abwärts. Was? Es ist der Genfersee. Lass sie reden. Den Genfersee, kennen Sie den auch? Nein. Aber er muss es sein, weil es nicht der Bodensee ist. Den Bodensee kenne ich. So grün, gelb und braun sind die Ufer nicht. Aber Frau Schirmer, die ganze Welt hat jetzt die Farbe von Huflattich. Der Bodensee nicht. Ich weiß genau, wie der Bodensee aussieht.
Da ist ein Balkon auf halber Höhe. Und zum Ufer hinunter geht ein Obstbaumstreifen. Das sind Äpfel. Unten ist eine Badehütte mit Schilf. Über dem Balkon, da hängt ein rotes Oberbett. Aber Frau Schirmer, es hat doch höchstens ein paar Tage da gehangen. Das sagst du, weil du es nicht anders verstehst. Ich aber kenne den Bodensee. Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie recht. Na also. Ein rotes Oberbett, daran erkennt man den Bodensee? Oh ja. München zum Beispiel erkennt man an einem zerknüllten Silberpapier, das auf der Fensterbank liegt. Meine Mutter an einem Birnenspalier, wenn es Winter ist. Es ist nie Winter. Wenn wir das Floß hinter Schaffhausen wieder zusammensetzen könnten... Ich war immer gut in Erdkunde. Es gibt keinen Rhonefall und schon gar nicht bei Schaffhausen. Wir können mindestens bis Lyon fahren. Das heißt, ihr. Ihr? Ich fahre nicht mit. Ich bleibe hier. Wir lassen Sie nicht allein hier. Ich bin müde. Wir ruhen hier noch lange aus. Ich bin müde. Da nützt das Ausruhen nichts. Und ich habe mir immer gewünscht, am Genfersee. Sie macht mich ganz zornig. Lass sie, Silvester. Über wen wäre niemand zornig? Gut, wenn es nur wegen der Geografie ist. Hey! Wohin? In die Auvergne, zu den Höhlen. Gut. Dann brauche ich dir nichts zu sagen. Und du? Wer bist du? Ich bin einer von den Spähern. Wir sind immer unterwegs und suchen Menschen. Was gibt es Neues? Nichts Neues. Aber auch das Alte wird immer weniger. Die Häuser zerfallen. Die Erinnerungen löschen aus. Hast du Kinder gefunden? Keine. Die Erde ist unfruchtbar geworden. Nur der Huflattich. Gewiss. Du sagst es, als wolltest du noch aber sagen. Ich weiß nicht, ob ich aber sagen soll. Du meinst, man würde schon noch ein Kind finden? Nein, das meine ich nicht. Mir genügt es schon, wenn ich Menschen finde, denen ich sagen kann, geht in die Auvergne. Was also? Neig dein Ohr näher. Wer soll uns belauschen? Der Huflattich hört uns. Es ist ein Scherz, nicht wahr? Kein Scherz. Er hat Ohren. Wo? Ich kann sie dir nicht zeigen. Es ist doch gleichgültig, ob du mir glaubst oder nicht. Ich wollte dir etwas anderes sagen. Der Huflattich hat Angst. Er füllt die ganze Welt aus. Und doch. Aber wovor? Nicht vor uns. Was gibt es noch? Ich weiß nur, dass er Angst hat. Woraus schließt du das? Es lässt sich schwer sagen. Aus bestimmten Blattstellungen zum Beispiel. Aus bestimmten Wendungen der Samen im Wind. Aus Schatten und Nichtschatten. Du meinst... Es ist das Schlimme für ihn, dass er nicht nur wächst, sondern auch begreift, dass er wächst. Ja? Meinst du? Manchmal habe ich stundenlang eine Blüte betrachtet. Plötzlich zuckt ein Blütenblatt. Er gibt mir ein Zeichen. Gewiss. Aber welches? Deine Übersetzung leuchtet mir ein. Ja? Ich wünsche dir einen guten Weg. Sind die, die da kommen, deine Begleiter? Ja, aber es sind nur noch wenige. Woher kommt ihr? Geh den Gräbern nach, dann findest du unseren Weg. Sag denen in den Höhen, ich käme in etwa 10 Jahren. Wie lange? 12,5 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Meiner Ansicht nach haben wir 13,5 Jahre gebraucht. Auf ein Jahr mehr oder weniger soll es nicht ankommen. So hat er früher auch die Waage angesehen. 12 oder 13. Wofür?
Für einen Haufen Konserven. Es sind ganz gute Sachen dabei. Auf etwas mehr oder weniger gut soll es nicht ankommen. Wenn ich nur wüsste, was das hier ist. Die Aufschrift ist japanisch. Man kann es ausprobieren. Und damit haben wir die Geheimnisse hinter uns. Ihr vergesst das Grammophon. Richtig. Ich vermute, es ist Thunfisch in der Büchse. Die Größe und die Form sprechen dafür. Seid ihr nicht müde? Ich leg mich hier nieder. Wie viele mögen hier sein? Ein paar tausend sicherlich. Aber Kinder habe ich keine gesehen. Schläfst du schon, Cornelia? Beinahe. Wir haben etwas falsch gemacht. Was? Wir hätten nicht hierher gehen dürfen. In diesen Höhlen war unsere Hoffnung. Jetzt sind wir daran. Warum sollen wir uns nicht den Platz mit unserer Hoffnung teilen? Nein, sie teilt nicht mit uns. Es ist gleich, wo sie ist. Meinst du, sie wäre noch irgendwo? Ja, irgendwo ist sie noch. Dann wäre es... Dann wäre es... Was meinst du? Lass mich nachdenken. Ich fürchte dein Nachdenken. Du weißt also, was ich meine? Ich will nichts wissen, ich bin müde. Aber ihr beiden, versteht ihr jetzt, warum es Späher gibt? Gewiss. Jetzt hast du es ausgesprochen, Späher. Ich bin müde, Raimund. Schlaf, meine Liebste. Was mich beunruhigt... Du brauchst nicht zu flüstern, sie schläft ganz tief. Meinst du, dass man auch das Grammophon spielen lassen könnte? Gewiss. Muss das sein? Es muss nicht. Aber was mich beunruhigt... Zieh es auf. Bordwinnig spielte nämlich in der 13. Wettkampfpartie gegen Bronstein im 33. Zug den Springer von E5 nach G6. Still! Wovon redest du eigentlich? Vom 33. Zug. Er hatte Weiß, nicht wahr? Nein. Es ist nichts. Ich werde Späher. Hört ihr? Und dieser Zug ist ein Geheimnis. Ich erinnere mich. Wir haben die Partie einmal nachgespielt. Aber es gibt viele Züge, die ich nicht verstehe. Ich vermute, dass Bordwinnig besser spielte als ich. Dennoch. Ich warte nicht, bis sie aufgewacht ist. Sagt ihr... Nein, sagt er nichts. Dennoch, vorhin, als ich die Platte hörte, war ich ganz nah daran. Woran? Die Erklärung. Hey, du musst dich getäuscht haben. Wir können morgen die Partie nochmal nachspielen, wenn dir so viel daran liegt. So viel? Es liegt mir alles daran. Silvester... Was ist denn? Ich weiß nicht, früher war alles so einfach. Man wog das Mehl ab und die Gewichte stimmten. Am liebsten möchte ich auch heulen. Ist Raimund fort? Ja. Und wir schlafen. Und das Wasser tropft von der Höhlenwand. Gute Nacht, Silvester. Gute Nacht. Siehst du den Himmel, Cornelia? Wenn du weißt, dass er hell ist, dann siehst du ihn. Ja, es kommt mir auch vor, als ging es dir besser. Es gibt etwas Merkwürdiges, was ich dir zeigen möchte. Komm heraus. Ja, zeig mir das Merkwürdige. Warte, ich führe dich. So. Ich habe die ganze Nacht wach gelegen und gerechnet. Ich rechne auch manchmal nachts, wie lange der Burgunder noch reicht. Als Raimund wegging,
muss ich gegen 40 gewesen sein. Dann bin ich jetzt über 60. Du siehst bestimmt viel jünger aus. Danke. Vielleicht habe ich mich verrechnet. Meine liebe Cornelia. Es ist schwer zu rechnen, wenn sich Sommer und Winter nicht unterscheiden. Was haben wir jetzt? Winter vielleicht. Jedenfalls finde ich es kühler als gewöhnlich. Ich fühle mich sehr gesund. Nur das mit den Augen. Siehst du jetzt? Warte. Doch ich glaube, ich sehe etwas. Den Himmel jedenfalls. Es hat sich etwas geändert. Früher sah man den Himmel doch selten, nur an wenigen Stellen. Ja, ich erinnere mich. Und jetzt? Cornelia, es gibt noch etwas viel Merkwürdigeres. Zeig es mir. Komm. Wohin? Es ist gleichgültig, wohin. Merkst du es jetzt? Ich merke etwas, aber was? Lass mich nachdenken. Was ist anders als sonst? Der Himmel. Ja, der Himmel. Er ist jetzt überall sichtbar. Aber wie kommt das? Und wieso gehen wir ohne Schwierigkeiten? Ohne Messer, ohne Säge, mitten durch den Huflattich. Es ist etwas neu. Er öffnet sich vor uns. Es ist wie eine unsichtbare Hand, die ihn auseinanderbreitet und eine Gasse für uns öffnet. Es ist ein Einverständnis da. Die Hand errät unsere Gedanken. Es ist etwas da wie ein Glück. Ja, ich sehe es. Lass uns einen Augenblick stehen bleiben. Ich habe noch etwas anderes entdeckt. Es ist mir, als hätte ich es selbst geschaffen, weil ich es dir zeigen kann. Zeig es mir, du mein Lieber. Hallo, wo bist du? Wen rufst du? Niemanden. Nur einfach in den Wald hinein. Ist das der Wind? Es rauscht. Hallo, wo bist du? Oder ein Echo? Kein Echo, kein Wind. Es ist der Huflattich. Der antwortet. Der Huflattich? Hallo, wo bist du? Hallo, wo bist du? Es rauscht. Und wo ist er? Was meinst du? Haben wir ihn nicht gefragt, wo er ist? Er ist überall. Man könnte sich ausdenken, dass er noch sprechen lernt. Oder wir lernen es zu rauschen. Ich möchte weitergehen. Es ist schön, wie sich die Halme auseinandertun. Nicht wahr? Es ist so selbstverständlich. Ich verstehe nicht, dass es je anders gewesen ist. Es ist nie anders gewesen, Cornelia. Du willst mich trösten. Alles, was vorher war, waren Irrtümer. Ich wünschte, alle Irrtümer kämen zurück. Es wird noch alles gut. Man muss abwarten, was die Späher berichten. Ich bin so voller Hoffnung. Wir sind schon so alt. Ich habe graues Haar, nicht wahr, Silvester? Kein Fadengrau. Ach, du lügst. Merkst du nicht, dass alle langsamer altern? Aber die Augen. Ich schätze, wir sind hier noch 1000. Dann werden ungefähr 1000 Späher unterwegs sein. 2000 ist eine größere Zahl. Nicht wahr? Frag den Huflattich. Es ist noch nicht alles verloren. Was plötzlich verschwindet, kann plötzlich wiederkommen. Nicht wahr? Frag den Huflattich. Lässt es sich überhaupt denken, dass es keine Menschen mehr geben könnte? Frag den Huflattich. Huflattich,
Ich fand in einer Höhle eine Trommel. Hör zu. Ich meine, dass es ein gutes Signal wäre. Ich finde hier keine Menschen mehr. Nur Tote in den Höhlen. Es scheint, dass ich der Letzte bin. Aber vielleicht ist noch ein Späher unterwegs, der zurückkommt. Es wäre gut, wenn er die Trommel hörte, und es wäre gut, wenn sie ohne Unterbrechung zu hören wäre, Tag und Nacht. Huflattich, ich bitte dich deshalb, für mich die Trommel zu rühren. Willst du es versuchen? Danke. Ich vermute, du weißt, ob es Zweck hat. Du weißt es bestimmt. Denn du bist ja nicht Milliarden Pflanzen, sondern eine. Wenn du nicht mehr trommelst, weiß ich, dass ich niemanden mehr zu erwarten habe. Danke. Ich bitte dich also, öffne ihm einen Weg und öffne ihn nur hierher. Ob er auch links oder rechts will, führe ihn hierher. Du musst das verstehen. Es sind eine ganze Menge Fragen übrig geblieben. Und ich nehme an, dass er die Antwort mitbringt. Es ist an der Zeit. Gewiss könnte man alle Fragen in eine zusammenfassen und ich komme dann wieder auf den 33. Zug. Aber inzwischen habe ich begriffen, dass die Antwort den Tod enthält. Und vermutlich gibt es keine Übersetzung dafür. Hoffen wir also, dass die Wahrheit teilbar ist wie das alte Gallien. Ich schäme mich dieser Hoffnung. Aber ich bin noch immer nicht einverstanden mit dem Tod. Obwohl ich jetzt zwischen 80 und 90 sein dürfte. An manchen Tagen komme ich sogar auf 100 Jahre. Aber ich will um ein paar Jahrzehnte nicht rechten. Wenn noch ein Späher kommt, muss er noch älter sein als ich. Kommt nur einer? Danke. Ja! Ja, ich komme! Wer trommelt hier? Du musst fragen, für wen getrommelt wird. Für uns beide. Ich sehe, du hast dir Knechte angelernt. Knechte des Knechtes. Es war keine Leistung. Es scheint eine gewisse Menge von Verstand auf der Welt zu geben. Auf uns zwei entfällt nicht viel, so bekam ihn der Huflattich. Das leuchtet mir ein. Sei gegrüßt, Überlebender. Sei gegrüßt, Fremder. Dein Bart reicht an die Erde. Wie lange warst du fort? 40, 50 Jahre. Vielleicht auch länger. Wer bist du? Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass jemand meinen Namen aussprach. Ich habe ihn vergessen. Weißt du denn deinen? Nein. Ich wollte dich nach einer Frau fragen, die ich hier verließ, aber... Wie hieß sie? Eine Frau, die du verließest. Ich bin immer ganz nah an ihrem Namen. Wem bist du begegnet? Niemand mehr. Huflattich. Warum trommelst du nicht mehr? Haben wir niemand mehr zu erwarten? Es hat große Erdbeben gegeben. Deswegen? Nein. Sie gingen die Menschen nichts mehr an. Wen also? Den Huflattich. Zu spät für uns.
Ich glaube, dass seine Stunde vorbei ist. Zu spät für uns. Das Rauschen hat nachgelassen. Ja. Das Wachsen ist langsamer geworden. Mir schien es so. Seine Zeugungskraft erlischt. Zu spät für uns, zu spät. Von uns redet niemand. Wir kommen in der Weltgeschichte nicht mehr vor. Bist du gewiss? Du vermutest nur. Ich spreche meine Vermutungen nicht aus, hätte ich nicht gesehen, was nachher kommt. Was kommt nachher? Die Berge. Berge? Es gab immer schon Berge. Es gab immer schon Huflattich. Was also ist mit den Bergen? Sie werfen Feuer. Vulkane? Nein, keine Vulkane. Sie werfen sich gegenseitig Feuer zu. Feuerschleier, Feuertücher. Woher kommt das Feuer? Ich fand keine Krater. Sie werfen sich Feuer zu? Es ist ihr Leben. Meinst du? Sie werfen es sich zu wie einen Gruß, wie ein Wort. Vielleicht auch wie eine Zärtlichkeit. Ja, ich bin es gewiss. Es ist ihre Sprache und ihre Liebe. Und ihre Zeugung zugleich. Ich glaubte, du würdest mir Nachricht von den Menschen bringen. Ist es nun schlimmer oder besser, was du bringst? Alles verbrennt in diesem Feuer, das sie zeugt. Hörst du, Huflattich? Schlimmer oder besser? Wir waren so hochmütig zu vermuten, dass wir die einzige Möglichkeit wären. Was sollen wir noch tun? Wir haben niemanden gefunden. Wir sollen weitersuchen. Mir fällt ein Name ein. Aber ich weiß nicht mehr, wessen Name es ist. Wie heißt er? Cornelia. Es könnte ein Frauenname sein. Ja, es ist möglich. Ich fühle ihn wie einen Stein in meiner Erinnerung, aber er ist schwer. Ich kann ihn nicht heben. Ich gehe jetzt. Wohin? Nach Norden, wenn du nach Süden willst. Ich will nicht nach Süden. Ich bleibe. Gut. Noch etwas? Nein, nichts Wichtiges. Sag das Unwichtige. Leb wohl. Lebt wohl.